Hallo, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby Company aus Quickborn. Und wie versprochen, zeige ich heute mal, wie wir diese Wackelköpfe gemacht haben. Also ganz einfach, aber ja, sehr wirkungsvoll. Ich habe das jetzt ein bisschen kleiner. Und zwar habe ich mir hier eine kleine Karte gemacht, die ist 11 x 10,5 fertig, also 11 x 21. Das ist auch in Savanne. Und hier habe ich jetzt mal unseren Karton Seidenglanz genommen. Und zwar, ja, der schimmert so richtig schön, passt gut in diese Jahreszeit. Gut, und das habe ich einfach ein bisschen kleiner geschnitten, also 10,5 mal 10, so dass auf rundherum ein halber Zentimeter rausguckt. Und als Farbe habe ich mir jetzt mal Aquamarin ausgesucht. Wieder hier unseren tollen Stempel mit dem Frohe Weihnachten, also das Weihnachtspotpourri. Also wer es noch haben will, sollte sich jetzt beeilen. Und jetzt habe ich ja hier nur so ein kleines Stück. Ich mache das auch ganz gerne so in dieser Art. Also das sollte reichen. Und jetzt muss ich nur gucken, wie rum ich das machen möchte. Ob ich das so oder ob ich das so. Ich mache das mal so zum Aufklappen. Dann muss das Ganze so sein. Und das lege ich mir jetzt da drauf. So, ein Papier, oder ich habe jetzt hier ein Küchenpapier, was ich jetzt einfach oben drauf lege, damit ich mir die Finger nicht so ganz so schmutzig mache. Ja, super schön, oder? Sieht total toll aus. Okay, der Stempel kann zur Seite. So, dann kommt die Big Shot zum Ein. Und zwar habe ich mir heute überlegt, ich nehme mal einen Stern als Ausschnitt. So, und den lege ich mir mittig. Genau. Und dann gucke ich doch mal, wie das aussieht, wenn ich mir auch noch eine Sternumrandung mache. Dafür nehme ich halt ja, zwei Größen. Versucht das so mittig, das kann man auch nacheinander machen, aber es müsste eigentlich auch so gehen. So, und jetzt lege ich das mal wieder zur Seite. Und guck mal, das sieht doch ganz schön aus so. Genau, ich glaube, so mache ich das auch. Und die kann mal ganz weg. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Okay, dann kann ich den schon mal festkleben. So, der Stern ist schon mal fertig. Das wäre jetzt hier mein Untergrund. Nein, so rum wollte ich das ja. Genau. So. Und hier haben wir jetzt das so gemacht, oder auch bei dem Elch, dass wir da ein Fenster reingesetzt haben, also eine Folie. Und dann das Ganze ein bisschen mit den Streifen, mit diesen Abstandsstreifen so ein bisschen erhöht haben, so dass es wirklich so nach Hintergrund aussieht. Ich lasse das jetzt hier mal so und werde das halt so arbeiten. Ich überlege nur noch, ob ich da noch was reinsetze. Ich glaube, noch schöner finde ich so einen Glimmer-Hintergrund. Genau. Das mache ich doch. Also, dann brauche ich hier noch mal so ein kleines Stück Glimmer. Genau. Das sieht doch schön aus, ne? Das passt so schön zu dem Aquamarin auch. Das klebe ich jetzt am besten mit so kleinen Stückchen Doppelklebeband. Die setze ich mal jetzt einfach hier so zwischen. Aber es muss noch der Körper da rein. Okay, dafür habe ich hier so ein kleines Männchen in Savanne ausgestanzt und mein Elch ist vom Kopf her etwas schmaler. Da ist er. Also das würde hier so durchgucken. Also den Kopf müssen wir so ein kleines bisschen schmaler schneiden.
Und dann musst du dir überlegen, wie er da jetzt rein soll. Und dafür schneide ich den Arm noch mal so ein bisschen ein. Und jetzt kann ich ihn da so ein bisschen rüberhängen. So, der andere Arm kann so ein bisschen in der Luft hängen. So, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ja, das ist, glaube ich, ganz gut. So. Da kann ich jetzt noch ein bisschen spielen, wie ich das dann gerne haben möchte. Also so sieht das schon mal ganz gut aus. Und dann kann ich hier hinten, damit da nichts durchguckt, da nochmal ein Bein abschneiden. Und jetzt fixiere ich den so ein bisschen hier, entweder mit Flüssigkleber oder mit einem kleinen bisschen Klebeband, was du gerade so zur Hand hast. So, und jetzt kommt dann mein Glimmer dahinter. Das ist also nur durch das Doppelklebeband so ein kleines bisschen fixiert, damit man das nicht wegrutscht. Okay, und dann gebe ich da auch noch mal ein bisschen so drauf und den Rest klebe ich jetzt, weil das ja so eine, na, so ein bisschen folig wie Folie ist, also klebt es nicht so gut oder es dauert eine ganze Zeit. Von daher, damit es sich dann schnell mit meinem Untergrund hier verbindet, kommt dann Doppelkleber drauf. So, und das Ganze ist dann so zu öffnen, das kann man dann hinstellen. Ja, okay, jetzt ist der Elch dran. Für den Elch und diesen Wackelkopf nehme ich hier unsere Kreisstanze 3/4 Inch und ich brauche, habe ich hier noch einen Rest, noch ein bisschen von dem Aquamarin, von dem Farbkarton. Und zwar stanze ich mir da zwei Kreise aus. Und jetzt brauche ich einen Draht und einen Bleistift oder also nicht zu dick, was du halt auch immer nehmen willst. Ich habe jetzt hier nur diesen lilanen Draht, aber der ist ja auch schön. So, und jetzt wickel ich das so etwa 5-mal rum. So, dann nehme ich mir eine möglichst alte Schere und schneide das ab. Okay. So, jetzt habe ich hier so meine kleine Sprungfeder und jetzt brauchst du einen Heißkleber. So, dann nimmst du dir deinen Heißkleber, gibst auf die eine Seite einen ordentlichen Klecks und setzt gleich deine Feder da rein. Dann auf die andere Seite auch einen ordentlichen Klecks. Und da kommt die andere Seite rein. So, und jetzt hast du hier so eine Art Sprungfeder. Ja, und jetzt wird erstmal mein Elch so ein bisschen verziert. Das eine Ohr, da muss man immer ein bisschen mit, oder ein Ohr ist das ja nicht, dieser eine, was ist denn das, dieses Geweih hier, das ist immer so ein kleines bisschen empfindlich, weil das dann nur so dünn ist, also da ein bisschen aufpassen. Dann habe ich hier die Elementstanze Weihnachtsmütze. Die möchte ich hier auch in Aquamarin haben. Da ist immer am besten, man schneidet sich so ein Stück zurecht, weil man sonst ja so viel verschneidet. So, das wäre das. Und jetzt brauche ich noch mal so ein Stück Glimmer und das will ich hier für das Fell nehmen. Und das werde ich hier mal so ein bisschen wieder abtrennen, die Hinterseite. So, denn klebt es besser. Und dann kommt da vorne ein bisschen Klebstoff drauf.
Und je nachdem, wie rum will ich es, ich nehme es mal so. Meine Mütze. Und die wird jetzt hier schon mal drapiert. Genau. So ist es doch ganz süß. Okay, und jetzt können wir das ankleben. Und immer schön am Papier drücken und nicht an dieser Feder. Die ist natürlich nicht so furchtbar, so furchtbar belastbar. So, und jetzt kommt da drauf mein L. Und jetzt kommt er da drauf und da klebe ich dann oder drücke ich dann halt auch eher an dem Papier, als dass ich jetzt die Feder runterdrücke. Ja, muss noch einen kleinen Augenblick. Ja, und dann wackelt dein Kopf hier hin und her. Und hier kann man jetzt eine kleine Glocke noch dran geben. Zum Beispiel, ja, das ist hier so eine kleine Wackelkarte. Das kannst du natürlich auch mit allen möglichen Sachen. Wenn dir das zu weit nach oben steht, kannst du es immer noch ein bisschen runterdrücken. Also da kannst du noch so ein bisschen vorsichtig dran spielen oder natürlich es auch zur Not wieder neu ankleben. Ja, ich hoffe, das ist wieder eine kleine Anregung für dich. Gesehen habe ich das bei meiner Kollegin Dawn Griffiths, die das aber auch von irgendjemand anders wieder hatte. Und ja, es ist einfach eine süße Sache, oder? Also probier es einfach mal aus und ich sage Tschüss aus Quickborn.